Zu einem Vortragsabend der besonderen Art hatte Diplom-Stomatologe Frank Schrader in das Radisson Blu geladen, um über die Möglichkeiten der modernen Zahnmedizin, im Besonderen der minimalinvasive Methode der Implantation, zu informieren. Zahlreiche Interessierte kamen und ließen sich vom Fachmann genauestens beraten. Ein Zahnimplantat ist ein in den Kieferknochen eingesetztes alloplastisches Konfektionsteil. Das Teilgebiet der Zahnheilkunde, das sich mit der Insertion, also dem Einsetzen von Zahnimplantaten, in den Kieferknochen befasst, wird als Implantologie bezeichnet. Durch ihre Verwendbarkeit als Träger von Zahnersatz übernehmen Zahnimplantate die Funktion künstlicher Zahnwurzeln. Hierzu werden sie entweder mittels Schraubgewinde in den Kieferknochen eingedreht oder eingesteckt. Sie verbinden sich mit dem umgebenden Knochen zu einer festen, äußerst belastungsfähigen Trägereinheit. Der Vorteil dieser Methode liegt auf der Hand. Also zunächst muss man erstmal sagen, dass Zahnimplantate seit 10 bis 20 Jahren zum Standard der modernen Zahnmedizin gehören. Und unabhängig von den Implantaten haben alle anderen Bereiche der Zahnmedizin natürlich nach wie vor ihre Gültigkeit. Ja. Und man muss sich vorstellen, es gibt einige Bereiche, wo die Implantationen natürlich an Nummer 1 der Stelle stehen, weil, wenn Sie sich vorstellen, ein unbezahnter Unterkiefer mit einer Totalprothese, es ist also so, dass die Prothese nicht wirklich funktioniert. Ja, und da sind natürlich Implantate eine tolle Sache, weil man setzt Implantate und kann dann die Prothese mit so einer Art Druckknopfverschluss dort einklicken, sodass der Patient wirklich wieder kauend, lachend sprechen kann. Die von Schrader favorisierte und auch vorgestellte minimale invasive Methode der Implantation unterscheidet sich von der normalen Implantation in der fehlenden Aufklappung der Schleimhaut, die wiederum Schmerzen mit sich bringt. Also wir haben vor vielen Jahren damit angefangen, alle die Sachen zu bündeln, die für den Patienten von Vorteil sind. Das geht damit los, dass wir also zu fast 100% Sofortimplantationen machen. Das ist der Begriff für Zahn rausziehen und sofort das Implantat rein und nicht erst lange Einheilzeiten. Wir verwenden sehr kleine und grazile Implantate. Damit vermeiden wir in aller Regel Knochenaufbauten. Wir benutzen diese einteiligen Implantate im Verhältnis zu zweiteiligen, sind sie stabiler, preisgünstiger und eigentlich auch langlebiger. Und der letzte Kernpunkt ist also, dass wir also Minimalinvasivität anwenden. Das heißt also, MIMI ist das Schlagwort dafür, minimalinvasive Methode der Implantation. Das bedeutet, dass wir also nicht mehr aufschneiden. Das heißt, wir bohren ein kleines Loch, ja, und da wird das Implantat reingeschraubt. So, und das ist auch das, was die Schmerzarmut letztendlich verursacht, weil nicht die Bohrung im Knochen verursacht den Schmerz, der hinterher sonst immer das typische Problem ist, sondern das Abschieben der Schleimhaut. Und da dieses mit der minimalinvasiven Methode nicht mehr passiert, bleiben Entzündungen, Schwellungen oder Wundschmerzen nahezu aus. Lediglich am Operationstag selbst ist ein Druck im Operationsgebiet zu spüren, dem aber schnell mit etwas Kühlung und höchstens einer leichten Schmerztablette begegnet werden kann. Eine Patientin, die sich dieser Methode bereits unterzogen hat, ist Marion Breitmann. Sie kommt zu jeder Informationsveranstaltung, die Zahnarzt und Implantologe Schrader in der Region durchführt, und berichtete, wie sie die Behandlung empfand. Ich muss immer wieder betonen, es gab nicht einen Tag, wo ich gesagt habe, ich habe es bereut oder es sind Schmerzen. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, der Mann hat Praxis, der weiß, wovon er spricht. Und vor allem, er will niemanden überzeugen von der Art, machen Sie das, machen Sie das. Das liegt ihm sehr fern. Die Entscheidung liegt bei jedem selber. Und also ich sage da immer wieder nur Danke, dass es ihn gibt. Weiterhin informierte der Fachmann über die Dauer einer Behandlung, und die ist durchaus verschieden. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal bei dem unbezahnten Unterkiefer bleiben, dann ist das also so, wenn alle anderen Voraussetzungen perfekt sind, kein Zahn mehr gezogen werden muss, also nichts mehr abheilen muss, dann setzen wir die Implantate, arbeiten sofort in die Prothese diesen zweiten Teil dieses Druckknopfes ein, und der Patient geht wirklich nach 60 bis 90 Minuten mit einer festsitzenden Prothese raus. Das sind so Idealfälle.
Was wir viel öfter haben in der Praxis, ist, dass wir also Zähne ziehen und implantieren gleichzeitig. Stichwort nochmal Sofortimplantation. Da ist das so, dass man irgendeine Art Provisorium macht. Also entweder die Prothese kommt wieder rein, auch noch nicht im Endzustand. Oder es gibt ein zahnärztliches Provisorium oder ein ästhetisch perfekt aussehendes Laborprovisorium. Einfach aus dem Grund, die Wunde muss abheilen. Und in dieser Phase der Abheilung geht ein bisschen Knochen zurück, das Zahnfleisch schließt sich. Die Konstruktion würde, wenn man es gleich machen würde, irgendwo in der Luft hängen. Und das geht natürlich nicht. Aber kein Patient verlässt bei uns die Praxis ohne Zähne. Im Radisson Blu, wie auch in der Praxis, steht für Frank Schrader das ausführliche Gespräch mit dem Patienten an erster Stelle. Wenn viele Fragen entstehen, hat der Spezialist auch die passenden Antworten parat und nimmt Ängste und Sorgen. Auch Bernd Nentwich besuchte die Veranstaltung und hat sich für diese Art der Implantation entschieden. Ich brauche eine Lösung für einen Zahnersatz, der schon seit einem Jahr ansteht. Und der herkömmliche Zahnersatz bzw. Implantat ist mir einfach zu teuer. Und ich habe diese günstige Möglichkeit gesehen in der Zeitung. Und da bin ich hergefahren und hoffe da eine gute Lösung zu finden. Also ich habe vor, quasi in der Praxis anzurufen und einen Termin zu machen, dass er mir einen Kostenvoranschlag macht. Ne? Und wenn das alles passt, muss ich das relativ schnell machen lassen, weil der Zahn schon ein Jahr raus ist bei mir. Und natürlich beschäftigt viele Interessenten auch die Frage nach den Kosten. Auf der Internetseite www.implantate-online.de sind diese auch sehr transparent dargestellt. Ja, auch das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Es ist schon ein Unterschied, ob ich ein oder 12 Implantate setze im Kiefer. Also wenn wir zum Beispiel mal von einem Implantat ausgehen mit dem Zahn oben drauf, das ist wichtig, wir kommen also sehr oft mit Patienten in Kontakt, die beim Chirurgen waren, wo nur über Implantate gesprochen wurde. Das Implantat selber entspricht ja nur der Zahnwurzel, da ist ja der Zahn noch nicht mit dabei. Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ein Implantat mit Zahn oben drauf, dann liegen wir bei Gesamtkosten im Privatbereich von irgendwo 1.600, 1.700 Euro. Beim Kassenpatienten ist das dann so, dass er je nach seiner Gebisssituation einen Zuschuss bekommt. Das sind irgendwo 400 bis 500 Euro, sodass man bei einem Zahn, bei einem Eigenanteil von irgendwo 1.200 Euro liegen würde. Sollten Sie jetzt Interesse an der minimalinvasiven Methode der Implantation haben, besuchen Sie die Webseite www.implantate-online.de oder vereinbaren Sie einen Termin in der Albertstraße 33 in Zerbst über die Telefonnummer 039 23 2097.